Präsenzlehre und die digitale Lehre haben die Lernkultur an den Hochschulen grundlegend verändert. Besonders hybride Formate sind hier ein vielversprechender Ansatz, da sie das Beste aus beiden Welten verzahnen. Aber wie genau können wir diese Potenziale nutzen? Wir am Institut für Lerninnovation haben von Februar bis April 2022 22 Lehrende an den 5 Fakultäten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg dazu befragt. Vor allem wollten wir wissen, welches Potenzial hybride Lehrformate im Hochschulkontext beinhalten und welche Entwicklungsschritte und Rahmenbedingungen zukünftig auf der Agenda der Hochschulen stehen sollten. Es existieren viele unterschiedliche Auffassungen von hybrider Lehre. Nach unserer Definition im Sinne einer synchronen hybriden Lehre zeichnet sich dieses Lehrformat dadurch aus, dass Lernende an einer Lehrveranstaltung gleichzeitig online und in Präsenz teilnehmen können. Wichtig dabei ist, dass beide Teilnehmergruppen gleichwertige Möglichkeiten zur Interaktion haben. Wir sprechen deshalb im Folgenden von interaktiver hybrider Lehre. Die Annahme für unsere Umfrage ist folgende. Interaktive hybride Lehrformate können die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden besser bedienen. Wir wollten wissen, ob die FAU-Lehrenden das auch so sehen. Zu diesem Thema haben wir 22 Lehrende aller Fakultäten der FAU befragt. Wir wollten wissen, welche Herausforderungen und Potenziale sehen die FAU-Lehrenden im Rahmen der interaktiven hybriden Lehre. Welche Unterstützung wünschen sie sich? Aus Ihren Antworten haben wir abgeleitet, unter welchen Bedingungen hybride Lehre an Hochschulen gut gelingen kann und welche Formate sich daraus entwickeln lassen. Um die Trends innerhalb der digitalen und hybriden Lehre festzustellen, haben wir uns zuerst die Chancen genauer angesehen. Dabei kamen wir zu folgendem Ergebnis. Die größte Chance sehen Lehrende in der Verbesserung der Teilhabe der Studierenden. Das heißt, Studierende können hybride Lehrangebote leichter wahrnehmen als reine Präsenz- und Online-Veranstaltungen. Etwa die Hälfte der Lehrenden beschreibt die Gewährleistung von Präsenzlehre in der Corona-Pandemie als eine wichtige Chance der interaktiven hybriden Lehre. Ebenso wichtig schätzen Lehrende die Chance ein, besser auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden eingehen zu können. Als weitere große Chance nennen die Lehrenden die Verbesserung der örtlichen und zeitlichen Flexibilität im Lernprozess. Eine weitere Nennung von Chancen ist die Verbesserung der Lehrqualität. Wir haben die Lehrenden nicht nur nach den Chancen der interaktiven hybriden Lehre befragt, sondern wollten auch wissen, welche Herausforderungen sie bei der Umsetzung wahrnehmen. Die beiden am häufigsten genannten Herausforderungen sind die geringe Interaktionsbereitschaft, also die fehlende aktive Beteiligung der Studierenden und damit die sozialen Kontakte vor, während und nach der Lehrveranstaltung. Und technische Probleme, also das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit der notwendigen technischen Ausstattung. Als weitere Herausforderung sehen die Lehrenden den organisatorischen Mehraufwand bei der Planung und Durchführung der Lehrveranstaltung. Die Bereitstellung und der Umgang mit der Technik, die Einteilung der Studierenden in Gruppen und die kontinuierliche Gruppenbetreuung sind Beispiele, die zu dem Mehraufwand führten. Um besser mit den genannten Herausforderungen umgehen zu können, haben die Lehrenden konkreten Unterstützungsbedarf geäußert. Wir konnten die Antworten dabei drei Bereichen zuordnen. Technik, Didaktik und Organisation. Am häufigsten wünschen sich die Lehrenden technische Unterstützung, angefangen von WLAN-Netzwerken über Zoom-Lizenzen bis hin zu Kameras und Plug-and-Play-Lösungen ist der Wunsch nach einer verbesserten technischen Ausstattung die häufigste Antwort auf die Frage nach dem Unterstützungsbedarf. Ein Bedarf an Fortbildungen und Schulungen im didaktischen und technischen Bereich wird von zahlreichen Lehrenden angesprochen. Weiteren Unterstützungsbedarf sehen die Lehrenden in mehr Service- und Supportpersonal. Sie wünschen sich gezielte Ansprechpartner in verschiedenen Bereichen ihrer Lehrtätigkeit. Beispielsweise eine mediendidaktische Beratung, technischer Support oder entlastende Konnektoren. Viele Lehrende erhoffen sich mehr Zeit und Ressourcen, um qualitativ hochwertige, interaktive, hybride Lehre besser planen zu können.
Auch der Wunsch nach finanzieller Unterstützung wird geäußert, um gut und nachhaltig lehren zu können. Wir haben die Lehrenden auch nach den Ursachen für einen nachhaltigen Erfolg hybrider Lehre befragt und konnten folgende Erfolgsfaktoren identifizieren. Am häufigsten werden von den Lehrenden adäquate Supportstrukturen genannt, wie beispielsweise Konnektoren, die direkt in der Lehrveranstaltung technisch unterstützen. Darüber hinaus übernehmen sie vermittelnde Aufgaben oder beraten in der Konzeption der eigenen hybriden Lehre. Als wesentlich adressieren die Lehrenden das Vorhandensein von Technik, also eine funktionierende technische Ausstattung und geeignete Software als Basis für gute interaktive hybride Lehre. In diesem Zusammenhang wird konkret ebenfalls eine stabile und ausreichende Internetverbindung genannt. Weiterhin sehen die befragten Lehrenden Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten als einen zentralen Erfolgsfaktor. Welche Zukunftsperspektive hat interaktive hybride Lehre? In unserer Umfrage gaben 21 der 22 befragten Lehrenden an, interaktive hybride Lehrformate auch in Zukunft durchführen zu wollen. Dennoch hat unsere Umfrage gezeigt, dass noch Weiterentwicklungsbedarf besteht, was zum Beispiel die geringe Interaktionsbereitschaft, die unzureichende technische Ausstattung und den als hoch wahrgenommenen organisatorischen Aufwand angeht. Die befragten Dozierenden der FAU sind demnach interaktiven hybriden Lehrformaten aufgrund ihrer Erfahrung positiv eingestellt und haben die Potenziale des Lehrformats erkannt. Diese Befunde passen gut mit den Bedürfnissen der Studierenden im Rahmen der Studierendenbefragung an der FAU aus dem Jahr 2021 zusammen. Hier gaben 79% der Studierenden der FAU an, dass sie einen Mix aus Online- und Präsenzlehrformaten bevorzugen. Wie unsere Umfrage belegt, kann man die Chancen, die interaktive hybride Lehre bietet, vor allem dann besonders gut nutzen, wenn man bestimmte Gelingensbedingungen an der Hochschule herstellt. Eine funktionsfähige technische Ausstattung und personelle Ressourcen müssen auf der Agenda der Hochschulen priorisiert werden.